I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zum, ich weiß nicht, was für ein Teil, zum nächsten Video. Genau, nachdem wir Bad Wörishofen abgearbeitet haben. Es hat den ganzen Tag geregnet, aber ja. Wir haben die Zeit genutzt und sind da in die Therme gegangen. Genau. Eine sehr, sehr schöne Therme, ja, muss man ganz klar sagen. Keine Bilder, ist klar, ne? Ja, wir waren jetzt hauptsächlich also in dem Saunabereich. Es ist nicht ganz billig. Man muss gucken, wenn man vor 12 Uhr kommt, dann... Also ganz ehrlich, ich habe bei der Preisliste nicht wirklich durchgecheckt, aber wir haben, glaube ich, jetzt zum Schluss nochmal 58 Euro, da war aber 37 Euro Essen bei. Ja, am Anfang ja. haben wir, glaube ich, 21 bezahlt. Ich guck mal, ich kann euch mal den Link da unten reinmachen. Okay. Vielleicht gibt es da eine Preisliste. Es war jetzt auf jeden Fall nicht sehr günstig, aber sehr schön. Echte Palmen drin, Tausende. Ne? Ja. Das Dach kann geöffnet und geschlossen werden. Also bei unserem Fall war es jetzt zu, weil geregnet hat. Aber mit Außenanlage. Sehr viele Saunen, also wirklich verschiedene Saunen. Und ja, waren noch bestimmt 20 Saunen. Indoor-Pool, aber auch wirklich warm. Ne? Richtig cool, das war so ein Poolbar. Genau. Im Wasser. Poolbar. Mhm. Nee, war sehr schön. Ruhezone und so. Also Hat uns sehr gut gefallen da. Kann man wirklich gut den empfehlen. Regnerischen Tag verbringen da. Ne? Also das war... So, und dann sind wir heute Morgen weitergezogen. Wir haben vorher auf die Wetterkarte geguckt, wo ist denn jetzt mal hier eine Ecke, wo vielleicht mal nicht regnet. Und haben dann gedacht, okay, dann fahren wir mal nach Ulm. Genau. Den Ulmer Münster nochmal angucken und jetzt auf dem Stellplatz hier, wo wir jetzt sind, das war ein Tipp aus, wo war Robert Hotzenplotz? Wolframs Eschenbach. Genau. Da habe ich einen bei der Entsorgung gesehen oder gesprochen, der hat uns diesen Platz hier sehr empfohlen. Der ist neu, ne? Ja, der ist, glaube ich, ist neu gemacht. Ja. Dieses oder letztes Jahr neu gemacht. Und ist wirklich sehr schön. Du hast hier XXL-Plätze. Ja. Jetzt muss ich lügen. 6 mal 15 Meter. Also du hast extra große Stellplätze für große, lange Wohnmobile. Ja, richtige Liner. Also Morello steht da hinten, alles gut. Ja, wenn der passt, passt alles. so abgezäunt. Morello mit Anhänger. Genau, mit Anhänger. Ja, aber der Platz reicht ja nicht. Und das? Ja, da war eine Spinne, die sich hier abgeseilt hat. Kommen schon die Spinnen. Spider-Man. Nee, also ein sehr schöner Platz. Ja. Ich zeige euch jetzt mal nochmal die Anfahrt, schneide ich rein. Mhm. Und wir sind direkt mal losgegangen, haben hier am Ticketautomaten bezahlt. Und da gibt es jede Menge Infos zu und die kommen jetzt auch. Ja. So, guckt euch erstmal an in Ruhe. Genau. Und dann machen wir morgen mal so eine kleine Radtour nach Ulm. Na genau. Ist ja nicht weit. Ist klar, gehen wir durch Ulm. Ja. Und drumrum. Ja. Schauen wir mal. So, Sonne kommt raus. Ja, zumindest regnet es nicht. Ist schon mal. Käffchen haben wir jetzt auch gerade getrunken. Ja. Alles nice. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte zu dem Platz, WLAN ist vorhanden. Auch relativ zügig. Ich lade gerade ein Video hoch. Mal gucken, wie lange das dauert. Mein erstes 4K. Nee, wollen wir mal gucken. Ja. Also, dann sehen wir uns spätestens morgen in Ulm. Auf jeden Fall. So, jetzt erstmal viel Spaß. Beim Stellplatz. Ich habe 10 Liter. 10, 20, 50. Immer 200 Liter. Ja, so supi. Wasser, Start, Stopp.
Ja, das glaube ich hier wegen der Überflutung, genau. Überflutungsgefahr, genau. So, da hast du dann Restmüll, Papier, Pappe, Glas. Ja, ist doch supi. Gasverkauf gibt es auch noch. Das neue Bistro am Donau. Oh, und hier kannst du bezahlen. Am Öschweg 6. Und von den Preisen kannst du aber auch nicht meckern. 26 Euro nur. Wir sind noch mal Ausweich. Plätze. Ja, das sind die da. Das sind die, genau, da vorne. Und das ist jetzt hier auch am Spaßbad oder was? Genau, hier ist das Eissportanlage. Freibad. Freibad ist viel. Freibad. Eishockey. Ja. Erlebnisbad mit Sauna. Guck mal, können wir da nochmal reingehen. Ja. Standardstellplatz ist 10x6 Meter. XL ist 15 mal 6 Meter. Der kostet aber auch mehr, ne? Der kostet mehr, ja. Das kostet jetzt hier was? Ich glaube 12 Euro, gucke ich gleich. Achso, das steht doch hier, ne? Ja, wir müssen ja eh bezahlen, ne? Achso, warte mal. So. 12 Euro und die XL-Stellplätze 15 Euro. Grauwasser-Entsorgung für keine WLAN-Nutzung. Auch gut. Kannst du auch mit Karte zahlen? Ja, super. Aber immer nur von einem Tag auf den anderen. Wegen Hochwassergefahr. Alles gut. Gut, dann bezahlen wir mal eben. Und dann. Bezahlen wir mal eben. Genau. Holen wir uns erstmal. Nice. Ein Käffchen, habe ich jetzt gedacht. Ja, aber Eis ist auch okay. So. So. Wir stehen hier mitten im Weg. Dann lass mich doch mal hier eben mein Fahrrad abstellen. Ich stehe hier mitten im Weg. Aber auch mitten an der Donau und an der Bahngleise. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Nach Ulm. Nach Ulm und Rhein. Genau. Drin. Ist ein bisschen frisch heute, nebelig. Jo. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt die Räder dabei. Und fahren jetzt mal in. Man ist aber hier am Stellplatz direkt auch eine Bushaltestelle. Man kann auch mit dem Bus reinfahren. Ja. Aber wir wollen mal ein bisschen was für die Gesundheit tun. Ein bisschen Frischluft und so. Und alles. Nein, wir gucken jetzt einfach mal nach oben rein und gucken, was uns der Tag heute bringt. Ich habe selber keine Ahnung. Du auch ich nicht. Ich auch nicht. Das ist eine gute Voraussetzung. Um viele Dinge zu sehen. Also das ist die Donau, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das ist die Donau, guck mal, wie schnell die ist. Ey. Da musst du auch schon ranhalten, ne? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Stadt, oder? Ja. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Hätten wir vorhin da gerade ausgemisst. Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind noch am Suchen. So. Ja, wir können auch hier fahren, da kommen wir nachher da irgendwie. Aber zumindest haben wir hier so einen kleinen Stadtgarten schon mal entdeckt. Ja.
Fenster da. Ach da, ja, ach du dickes Ei. Der Ulmer Münster. 163 jo. Meter höchster Kirchturm der Welt. Ja. Und evangelisch. Und man kann da auch noch hochlaufen. Ja. 768 Stufen. Ja. Ja. Können die ja machen. Dann kommst du irgendwie, glaube ich, auf 146 Meter, also auf so eine Plattform da oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also da sind welche unterwegs. Mehr so links so. Da sieht man so eine rote Jacke zwischendurch mal an den Fenstern. Ja, das können ja. sie alle machen. Ist evangelisch? Ja. Also, wenn wir da gleich reingehen, wird das nicht so ein Prachtbau sein wie bei den Katholiken. Also, doch. Ich dachte immer, die Evangelischen sind normal geblieben. Nein. Normal geblieben. Ja gut, ihr wisst, was ich meine. 1377 erbaut oder angefangen. Ja, da haben wir ein paar Jährchen für gebraucht. 500 Jahre haben die gebraucht, um das fertigzustellen. So. Boah, du weißt Sachen. Ja, ich weiß, ja, ich war schon mal hier. Was soll ich sagen? Ich komme weit rum, ich habe ja schon mal einen Kunden gehabt. Nein, also. Weltmännisch. Ja. Wir gehen jetzt mal rein und dann gucken wir ja, mal. Ja, genau. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ja, echt. Weil drin war ich nämlich auch noch nie. Zum Turmaufstieg. Fünf Euro für den Turmaufstieg. Ja. Okay, hier kann man jetzt leider nicht sehen. Hier ist irgendwie eine Vorführung oder was? Ja, um halb eins, in einer halben Stunde. Dann gehen wir jetzt mal in das Fischerviertel. Mhm. Wo ich da gerade übrigens Stadtgarten zugesagt hatte, ist das Tast und. Tastgarten. Tast und Geruch. Nee, Tast und. Ja, irgendwie so. Tast und Duftgarten. Ja. Fischerviertel. Ja, glaube ich, hier lang. Aua, guck mal da oben, das falsch. Till the morning, you never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Till the morning, you never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Laut Guinness Buch das schiefste Hotel der Welt. Okay. Oh, ist ja nicht schief, oder? Ein bisschen, ja. Ist hinten ein bisschen abgegangen. Kann man ein bisschen beiputzen, dann geht das schon wieder.
Ja, das war Ulm. Ja, ja, und jetzt scheint die Sonne. Ja. Jetzt scheint die Sonne. Egal. Wäre mal schön gewesen, wenn sie eher gekommen wäre. Aber, ja, es war kalt. Ulm ist ja eine sehr schöne Stadt. Um mal von dem Gejammer hier wegzukommen. Ja, ja, ja. Nee, ist total schön. Ja. Also, doch. Ich war ja auch nur einmal kurz am Ulmer Münster vor ein paar Jahren. Aber jetzt haben wir uns die Stadt mal so richtig angeguckt, ne? Ja, schick. Schön. Schick, schick. Nee, hat uns gut gefallen. Wir sind hier mit dem Fahrrad reingefahren. Haben dann unsere Fahrräder bei der Polizei abgestellt. Genau, da waren sie safe. Da ist ein großer Fahrradabstellplatz. Ja, da stehen, da kann man Fahrräder auch mieten. Ja, ja, alles gut. Ja. Und dann sind wir durch die Stadt gezuckelt, gelaufen. Nee, war sehr schön. Ja. Also, ja. Ihr habt die Bilder gesehen. Mhm. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Der Platz hier auch super, ne? Ja. Ja. Kannst du auch nicht drüber meckern, das haben wir schon am Anfang gezeigt, den Platz. Nee, und wie gesagt, also man sieht hier, es kommen hier ständig neue und die fahren ja mal rum und es ist aber alles voll. Aber wie gesagt, gegenüber ist noch so ein Ausweichplatz, da passen auch noch etliche Fahrzeuge hin. Ich glaube, heute Morgen standen da so, weiß nicht, 15 Fahrzeuge, die hier nicht mehr hingepasst gestern hatten. Die alle rübergerauscht sind und noch einen Platz gesucht haben. Also Tipp am Rande, ne? Antizyklisch. Ja, also ich glaube, wer hier abends ab 15, 16 Uhr ist es schwierig, einen Platz zu kriegen. Ja. Auf dem Platz hier. Und drüben ist noch genug Platz. Da sind mehrere. Genau. Ja. So. Das war Ulm. Morgen fahren wir weiter. Morgen geht's weiter? Ja. Da werden wir uns nochmal mit Bekannten und Freunden treffen. Mhm. Da werden wir aber auch nichts filmen. Weil privat, ne? Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas mitnehmen und was. Das wissen wir jetzt noch nicht. Lasst euch überraschen. Irgendwie so einen planlosen Urlaub hat man, glaube ich, auch noch nie gehabt, oder? Planlos, sorglos. Ja, ist halt Urlaub, ne? Genau. Wir lassen uns treiben. Also, wir werden mal sehen, wo wir dann landen. Bis dahin. Bleibt sauber, mach's gut. Schön, dass ihr dabei wart bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.